So, damit begrüße ich euch zurück. Dritte Etappe der Tour de France. Endlich geht's mal raus aus Nizza. Es war ja ganz nice da, aber jetzt geht's nach Sisteroni. Das klingt italienisch. Sprintwertung kommt nach einigen Bergen überhaupt erst. Also das wird schwierig. Mal schauen Richtung Ausreißergruppe, ob da was geht. Ist jetzt ja auch ganz gut gelaufen. In der Gesamtwertung sind wir momentan quasi virtuell im gelben Trikot. Wellens und Hermanns sind ordentliche Fahrer. Werden aber im Endeffekt mit der Gesamtwertung nichts am Hut haben. 205 Kilometer lang die Etappe, einige Berge. Ich würde sagen, Ausreißergruppe ist für uns drin. Müssen wir mal schauen, ob wir das dann mit Patrick Konrad machen, der ja auch schon ein paar Bergpunkte gesammelt hat. Eigentlich hatten wir das ja für Schachmann vorgesehen. Vielleicht nehmen wir Schachmann im deutschen Meistertrikot. Das ist doch eigentlich ganz nett. Natürlich sind die Sprinter hier im Vorteil. Das ist auch klar, wenn alles normal läuft, wenn hinten normal gearbeitet wird, dann sollte das eigentlich einen Massensprint geben. Aber selbst dann haben wir mit Ackermann und mit Sagan noch zwei richtig heiße Feuer im Eisen, falls die Ausreißergruppe nicht durchkommen sollte. Und im schlimmsten Fall haben wir das Bergtrikot vielleicht auf unseren Schultern. Das habe ich gehört, ist auch nicht verkehrt. So, die Ladezeiten sind leider immer sehr lang, deswegen habe ich eigentlich versucht, immer in die Etappe direkt reinzugehen. Oder würde ich das demnächst versuchen? Also dann starten wir mit Schachmann. Wir sehen, der Hügelwert mit 79, Bergwert 77 ist eigentlich ziemlich gut. Ich hoffe, die letzte Folge hat schon ein bisschen mehr Spaß gemacht als die erste und war vom Gameplay auch besser. Auch wenn die Abfahrt natürlich noch nicht so richtig reibungslos funktioniert. So, mit der 162. Schachmann, weiß nicht, sollen wir selber die Attacke gleich mal lancieren? Ist vielleicht nicht verkehrt. Wir haben ja einen guten Beschleunigungswert. Dann gehen wir doch schon mal raus. Schau mal, was da sonst so passiert hinter uns. Erstmal nicht viel. Dann fahren wir hier wieder unser Tempo und warten mal, wer da so nachkommt. Arthur Vichot kommt. Arthur Le Perroquet. Wer das Découvert-Schulbuch hatte, kennt Arthur Le Perroquet. Einfach legendär. So, Vichot ist dran. Dann fahren wir jetzt hier gemeinsam 36, 37 Sekunden. Die Gruppe müsste natürlich schon noch ein bisschen größer werden. Damit hier was Gutes entstehen könnte. Natürlich Show von B&B. Only for everyone. Also nur für jeden. Egal wie dein Geschmack ist, es muss dir einfach gefallen. So, was wir natürlich nicht vergessen dürfen, die Taktik für den Tag. Dann schauen wir mal, dass Bodnar sich heute mal um Ackermann kümmert für den Sprint. Burkhardt geht an die Seite von Sagan. Und dann kümmert sich hinten Konrad mal um Buchmann. Und dann fährt Maika frei, darf machen, was er will. Und hier vorne können wir eigentlich ganz normal sagen, wir kooperieren mit ihm und wir machen es mal ein bisschen schneller und schauen, wer dann da hinten noch so kommt. Eine Minute Rückstand jetzt vom Hauptfeld. Zwei Fahrer ist zu wenig. Jetzt kommt der Zerstörer des Journalismus noch mit dazu. Und auch Nicholas Roach ist am Start. Hier gibt es jetzt erstmal noch keine Bergwertung. Machen das vielleicht mal in der Perspektive. So sieht es irgendwie schöner aus, wenn man das schnell stellt. So richtig kooperieren will aber keiner mit uns. Da ist Kevin Reza, der, glaube ich, das Bergtrikot auch schon mal getragen hat hier bei der Tour. Nach der ersten Etappe. Da war er in der Ausreißergruppe mit dabei. Dann rasen wir hier durch die Wolken am Himmel. Schachmann jetzt schon ein bisschen Energie verballert. Wir kooperieren, wie gesagt, mit 50% circa, wie wir das da automatisch quasi gerade eingestellt haben. Ich glaube, es passt sich so ein bisschen automatisch dem Tempo an. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt geht es nochmal in die Abfahrt rein und dann geht es schon in den Berg der dritten Kategorie. Da wollen wir uns natürlich die Punkte holen. Rasant durch die Abfahrt. Also in der Ego-Perspektive kann man sich das anschauen. Mit der schnelleren Geschwindigkeit. Ich hoffe, dass YouTube das dann eben auch ganz gut hinbekommt. So, hinten ist alles gut. Die Verpflegungszone ist so mittendrin statt nur dabei. So, Tempo ist jetzt immer noch nicht enorm. Ist auch noch ein kleines Stück, noch 4,7 Kilometer bis zum Berg. Dann können wir da doch noch ein kleines bisschen vorspulen. Attacken wird es, glaube ich, eh erstmal noch keine geben. Bei Kilometer 2 würde ich dann jetzt wieder einsteigen.
Dann kriege ich da langsam auch ein etwas besseres Gefühl für. Also Ackermann, nicht Ackermann, sondern Schachmann natürlich. Die beiden werde ich mein Leben lang verwechseln. Jetzt Richtung Bergpunkte unterwegs. 38. mit 4 Minuten Rückstand in der Gesamtwertung natürlich auch noch gut mit dabei. Mal schauen, ob Nicholas Roach da auch Richtung Bergpunkte spekuliert. Werden wir gleich rausfinden, ob er rausgeht oder nicht. Na, da kommt die Attacke. Jetzt da erstmal kein Hinterrad gesichert, sondern einfach selber durchgezogen. Und ich hoffe, das reicht überhaupt bis oben. Nein, es reicht nicht. Hätten wir uns lieber ein Hinterrad nehmen sollen. Wir werden hier nur Zweiter und holen uns dann einen Punkt. Also lieber Hinterrad sichern. Das ist, wäre cleverer gewesen. Natürlich jetzt auch einiges an Energie gekostet. Müssen wir uns erstmal erholen. Das muss ich auch austarieren, was hier wirklich am cleversten ist. Aber rein von der Radsport-Taktik her natürlich Hinterrad nehmen. Und nicht sofort die erste Attacke setzen oder eben daneben attackieren. Das macht auch nicht so richtig Sinn. So, gehen wir wieder schneller durch, hinten im Hauptfeld. Buchmann, Maika, alles gut. Maika macht das Würstchen. Das muss jetzt auch in jede Folge rein, genauso wie wir früher immer erwähnt haben, dass Roglic mal Skispringer war, falls das noch keiner weiß. Wahnsinn, ne? Hier habt ihr es zuerst erfahren. So, jetzt wollten wir eigentlich wieder in die Ego-Perspektive gehen. Wenn wir simulieren, sehen wir auch, wie die Raupe sich wieder den Berg der zweiten Kategorie hochschlendert. So richtig kooperieren will keiner mit uns. Nee, nicht so richtig, gell? Also, die lassen uns hier schön ackern. Jetzt kommen sie mal. Noch 3,7 Kilometer. Vor allem B&B sind ja sogar zu zweit in der Gruppe. Also, die könnten echt ein bisschen mehr arbeiten. So. Zeit, das wieder selber zu fahren. Ich hänge mich jetzt mal an Roach dran, der bestimmt gleich attackieren wird. Dann sparen wir uns da ein paar Kräfte. Oh, das sind richtige Stehversuche, die hier gerade machen. Noch 2 Kilometer bis zum Gipfel. Noch zuckt keiner, aber die Attacke wäre natürlich auch ein bisschen früh. Boah, da ist der wieder richtig schön ins Gemüse reingefahren an der Seite links. Der zweite Helfer bei B&B. Wer war das nochmal? Dann hat jetzt richtig Arthur Vichot. Achso, der stimmt. Der mit uns ja eigentlich schon die Ausreißergruppe mehr oder weniger gegründet hat. Da kommt jetzt Vichot und Reza. Mal schauen. Wie gesagt, wir halten erstmal Nicholas Roach vom Team Sunweb das Hinterrad. Fährt er dann nicht mit? Ich dachte, er würde die Attacke dann auch kontern. Okay, so macht das. Dann können wir da ein bisschen Energie sparen. Müssen dann jetzt aber auch gleich rausgehen. Boah. Das war hart, aber wir holen es uns dann noch. Aber gerade so. Also dieses aus dem Windschatten rausgehen dann nach der Attacke, weiß nicht, das so genial ist. So, auch das hätten wir wieder geschafft. Wir gehen dann fahren zum nächsten Berg vor. Schachmann noch mit quasi fast voller Energie, hat wenig regeneriert. Deswegen ist der Balken da auch gar nicht so gefüllt. Und wie wir alle Männer wissen, wenn der Balken voll ist, dann fühlt man sich einfach am wohlsten. Auch Frauen fühlen sich wohl, wenn der Balken des Mannes gefüllt ist, ist auch klar. Manchmal ist es wahrscheinlich auch zu viel. So, führen wir wieder unanständige Gespräche. So, Arthur Vichot führt uns hier an den Berg. Jetzt übernehmen wir wieder die Führungsarbeit. Nächster Berg, dritte Kategorie. Erstmal kostet uns das relativ wenig Energie, was wir hier machen. Jetzt sind es noch 2 Kilometer. Wir haben 4,5 Minuten auf das Hauptfeld. Und jetzt heißt es dann eben wieder schauen, dass wir hier vernünftig mit rüberkommen.
Ich glaube, die Kräfte der Konkurrenz sind auch noch voll. Das sind ja auch alles passable Hügel- und Bergfahrer. Jetzt müssten eigentlich die Attacken kommen. Und Haas an der Seite, den müssen wir uns einkassieren. So, das könnte reichen. Nee, er könnte nochmal... Oh, jetzt kommt Roach doch nochmal vorbei. Mann, Mann, Mann. Harter Kampf. Wieder nur einen Punkt geholt. Wie gesagt, das Timing ist da noch nicht so richtig perfekt. Huch, jetzt bremse ich schon wieder. Gerade mal schnell hinfahren. Ich wollte eigentlich wieder vorspulen. Mal in die Aerodynamik. So, müssen wir erstmal wieder rankommen. So, das müsste doch passen. Dann sind wir wieder in der Gruppe drin. Und dann wollte ich eigentlich nur wieder ein bisschen schneller vorspulen. Sehen wir das, den roten Skoda vorne wegfahren. Mit dem Tourdirektor. Und dann geht es schon wieder in den nächsten Hügel rein. Hügel der vierten Kategorie. Und so richtig drauf habe ich es noch nicht. Hinten nach wie vor ruhiges Tempo. 4,5 Minuten. Ist aber noch ein Stück bis vorne hin. Also er macht jetzt quasi erstmal nur, übernimmt uns auch mal ein bisschen, nimmt uns ein bisschen Arbeit ab. Arthur Vichot. Da fragen wir natürlich, wieso macht er das? Für seinen Teamkollegen. Alles für den Dackel, alles für den Club. Wer es noch kennt, Hausmeister Krause damals. Legendär. So. Ab geht die wilde Fahrt. Können wir es mal in der Perspektive machen, so sind wir ein bisschen näher dran. Da müssen wir jetzt raus und ja, so ist besser. Also man muss dann halt relativ schnell auch reagieren. Haben wir uns den einen Punkt geholt mit letzter Kraft. Wahnsinn. Leben riskiert. Gehen wir in die Aerodynamikposition. Rollen hier den Berg runter. Wobei die Konkurrenz jetzt wahrscheinlich eh schneller fährt. So, so ein bisschen rauf und runter hier. Das, wie gesagt, kommt auch wieder Richtung voller Balken auf jeden Fall hin. Da freut man sich, wenn es rauf und runter geht und der Balken voll ist. Deswegen ist der Balken auch blau, weil die blauen Pillen dann einfach immer helfen, die wir jetzt auch bald nehmen müssen. Wäre, glaube ich, ganz clever. Können wir dann gleich am Berg der vierten Kategorie und auch mal unseren Kollegen sagen, dass die das nehmen sollen. Das können wir eigentlich gleich machen, wobei es bringt momentan eigentlich fast gar nichts. Mensch, wenn es das mal bei der Formel 1 gegeben hätte, einfach so automatisch fahren, wäre total easy gewesen. So, jetzt sind es noch 1,5 Kilometer nur bis oben hin. Okay, mehr als das wird eh nicht gefüllt, also macht dann eh keinen Sinn. So, Nicholas Roach, Haas... Vichot, 1 Kilometer ist es noch. Kommt da wieder die Attacke bei Nicholas Roach oder Haas? Oh. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen den Anschluss verpasst. Boah, da kommen wir nicht mehr hin, oder? Nee. Nee, da holt sich Haas den Punkt. Da habe ich den Anschluss verpasst, genau in dem Moment, wo die Attacke eigentlich ging. Versuchen wir es mal von vorne. Können wir auch in die Aero-Perspektive gehen. Die
Dieses Bremsen ist schon ziemlich hart. Ich habe Nicholas Roach, glaube ich, völlig aus dem Konzept gebracht. So, jetzt müssen wir schauen. Verpflegungszone kommt gleich. Dann nehmen wir bei Burkhardt, Sagan und so weiter dann doch mal das blaue Gel. Ich glaube, der Rest braucht es gar nicht wirklich. Schauen wir nochmal. Genau, gibt jetzt gleich im Tal das blaue Gel. Dann können wir das hier jetzt auch gerade nochmal kurz nehmen. Auch wenn es jetzt gar nicht so viel Sinn macht. Und dann machen wir das wieder auf automatisch und rasen hier die Abfahrt mit Sunweb und Cofidis an unserer Seite. Also Haas und Roach sind die stärksten. Jetzt geht es in den Berg der zweiten Kategorie rein. Wir haben immer noch über 4 Minuten Vorsprung. Da ist Vichot, da sind wir jetzt wieder zu fünft. Wieder volles blaues Gel und der Berg der zweiten Kategorie steht an. Hätten sie bei der Tour de France gerade im Gruppetto, hätten die das bestimmt richtig gerne. Einfach mal vorspulen. 5 Kilometer noch. Einfach mal vorspulen, wenn es geht. Das wäre nett. So, jetzt übernimmt Roach. Schachmann. Ja, wie gesagt, wir kooperieren hier ja auch. Wir wollen ja vielleicht sogar den Tagessieg holen, nachdem das ja auf der Etappe davor ganz gut geklappt hat. Jetzt sehen wir hinten, dass das Tempo schneller wird. Buchmann 2,55. Da sollte heute aber eigentlich nichts passieren. So, diesmal hängen wir uns besser dran, als es vorher war. Wir haben noch ein bisschen Energie, es ist aber auch nicht mehr so weit. Müssen wir schauen, ob wir da außen nochmal rumkommen. Ne, kommen wir nicht. Scheiße. Also das läuft, wie gesagt, noch sehr suboptimal. Jetzt ruckelt es wieder, genau in dem Moment. Auch schön. So, jetzt gibt es eine Abfahrt. Eine relativ lange Abfahrt und wir müssten wahrscheinlich hinten mal schauen. Da ist aber alles noch im Rahmen. 115 Fahrer sind dabei. Ich glaube, wir werfen mal gerade ganz kurz einen Blick zurück zu Buchmann. Wie es dem denn so geht hier hinten. Der ist hier mitten im Pulk. Fährt gerade im Gemüse. Boah, wird hier richtig reingedrückt. Aber hat keine Probleme. Also Schachmann vorne in der Gruppe mit Haas von Cofidis. Jetzt fahren wir mal ein kleines Stück weiter vorne drüber und dann gehen wir wieder vor zu Schachmann, mit dem wir heute vielleicht sogar die Etappe gewinnen können. Bergtrikot wird schwierig, weil ich das noch nicht so richtig drauf habe. So, wir wechseln wieder nach vorne. Ah, gut, dass das dann auch direkt in die Pauseposition geht. Wenn der dann in der Kurve gerade wäre, wäre es nicht so gut. Jetzt sind es 4 Fahrer, dahinter Vichot ist wieder abgehängt. Gibt jetzt gleich die Sprintwertung. Die ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig für Schachmann, wobei fürs grüne Trikot wird das nichts werden. Und hinten ist aber alles auch noch in der Reihe. Also wir haben Sagan mit dabei und Ackermann ist auch noch in der Gruppe, falls diese Gruppe hier wieder aufgefahren werden wird. Sollte das dann eben unsere Taktik sein, mit Ackermann und Sagan da rein zu knödeln. So, wollen die sich die Punkte holen? Das werden wir gleich rausfinden. Wir sind eigentlich der stärkste Beschleuniger. Uiuiui, hat sogar noch den... Ach, Riese hat sich das noch geholt mit dem Tigersprung. Den habe ich noch nicht drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Den habe ich vergessen. Krass. Also wirklich auf den letzten Metern hat er sich das noch geholt. Riese vor Schachmann. Da werfen wir gerade mal ganz kurz einen Blick zurück zu Peter Sagan. Ob wir da vielleicht noch was machen können. Der ist jetzt hier gerade bei der... Sprintwertung. Ja, der ist zu sehr eingeklemmt. Der kommt jetzt da, glaube ich, nicht mehr so richtig vor. Na, doch. Mit großen Schritten gegen Dylan Groenewegen. Und Caleb Ewan holt er sich hier noch. 10 Punkte, sehr schön. Schön war's. Jetzt wieder vor. Ist cool mit dem Wechseln. Das macht echt Spaß. Kann man nicht anders sagen. Und jetzt auch mit dem etwas schnelleren Vorspulen, glaube ich, ist auch besser zum Zuschauen. Dann gibt es da den Berg der dritten Kategorie jetzt gleich.
Und dann geht es so stetig leicht bergauf ins Ziel. 2 Minuten 44 nach wie vor noch der Vorsprung. Kann ich mir irgendwo die zwischenzeitlichen Wertungen anschauen? Also wie es jetzt am Berg aktuell aussieht? Wird das oben eingeblendet oder bin ich einfach blind? Kann auch sein, dass ich vielleicht einfach blind bin. So, wir rasen zum Berg. Jetzt sind es noch 2,6 Kilometer, 2 Minuten für die Ausreißer. Wieder schön viele Fans hier natürlich auch am Start, die uns anfeuern. Schon sehr geil die Atmosphäre gemacht. Kann man nichts sagen. Gehen wir ganz kurz wieder aus der Perspektive raus, um zu sehen, wann attackiert wird. So, komm, geh raus, Junge. Komm schon. Ja. Nein. Genau in dem Moment bleibt er dann stehen. So, das war dann wieder mal ein Punkt am Berg der dritten Kategorie. Aber so ein Gesamtüberblick, weiß ich nicht. Kann man den sich hier oben irgendwie holen? Müsste ich nochmal rausfinden, wäre irgendwie ganz nice. So, 2 Minuten der Vorsprung, 41 Kilometer noch. Das könnte schwer werden. Hinten ist das jetzt doch alles auch ein bisschen auseinandergeflogen. Müsste mit dem blauen Balken aber erstmal passen. Jetzt schauen wir mal, ob hier die Gruppe weiterhin schön kooperiert. Und wie der Vorsprung sich nach hinten verhält, der jetzt natürlich sekündlich kleiner wird. Schachmann arbeitet jetzt da mit einer 90. Das ist schon sehr viel, vor allem weil die anderen nicht so 100% mitarbeiten. Jetzt helfen sie ein bisschen mit. Müssen uns hier schon ablösen. 1,55, 35 Kilometer. Normalerweise sollte das nicht reichen, vor allem weil hinten auch 154 Fahrer im Hauptfeld sind. Ich stelle es nochmal, kann es ja so ein bisschen timen von der Geschwindigkeit her, wie schnell der Vorlauf sein soll. Also Etappensieg wird wahrscheinlich nichts. Wir bleiben trotzdem nochmal bei Schachmann. Schauen, dass wir dann vielleicht hinten uns so einen kleinen Sprinter-Anfahrtszug machen. Jetzt geht es auch gleich unter eine Minute. Ja. Wird sekündlich weniger. Die 20-Kilometer-Marke ist erreicht. Dann würde ich sagen, fahren wir für Ackermann. Und kann ich hier jetzt für den Sprint für Ackermann vorbereiten. Ah, ein Freund. Okay. Häng mich mal am Bottnar dran. Müsste wahrscheinlich eigentlich das Hinterrad von Sagan dann holen, der da gerade vorfährt. Mal ganz kurz eine andere, um da so einen Überblick zu bekommen. Sagan da jetzt vorne schon mit reingefahren. Schauen wir mal. Wie groß ist der Vorsprung? Schachmann ist da vorne jetzt auch abgehängt. Ist nicht schlimm. 54 Sekunden. Nicht, dass die Gruppe jetzt vorne doch noch durchkommt. Da vorne sind sie. Hängen uns mal an Sagan dran. So richtig viel Sprintvorbereitung sehe ich jetzt hier noch nicht. Aber schön, dass es immerhin diesen Button gibt. 42 Sekunden sind es noch. Jetzt wird vorne nochmal Tempo gemacht. Natürlich die üblichen Verdächtigen. Ich sage es immer wieder. Lotto Sodal, die Emirates, Jumbo Visma für ihre Sprinter. Cofidis auch vorne mit dabei. Obwohl die ja noch eine in der Ausreißergruppe auch noch zusätzlich haben.
So, noch 13 Kilometer. Machen wir nochmal ein kleines bisschen den Balken voller. Nochmal schnell eine blaue Pille eingeworfen. Spitze führt mit 30 Sekunden. Noch 11 Kilometer. Da muss jetzt schön reingerödelt werden. Schachmann ist auch noch vorne mit dabei. Ich glaube aber, wie gesagt, nicht, dass das reicht vorne. So, Bottner hat sich da jetzt noch mit reingeklemmt. Jetzt sind es noch 10 Kilometer. Ist spannend. Jetzt ist Roach alleine vorne. Vorne wird nach wie vor richtig geackert. Na, Sagan, lass dich da nicht wegdrücken. Du musst schon in eine gute Position vorne fahren. Bislang sieht es noch nicht so prickelnd aus. Ach, das wollte ich gar nicht. Mensch. Nochmal die Energie ein bisschen hochdrücken und ich fahre jetzt einfach mal, hupsa, fahre jetzt einfach mal wieder selber. Hallo. Jetzt wird das Tempo vorne sehr hoch. Jetzt mal wieder in Position fahren. Jetzt dauernd diese Tempowechsel nerven. Jetzt sind die Ausreißer auch eingeholt. Noch 6,4 Kilometer. Müssen jetzt erstmal ein bisschen ackern, um da vorne wieder hinzukommen. So, jetzt sind wir wenigstens schon mal in einer ordentlichen Position. Da haben wir John Degenkolb und Christoph. Aber wir haben irgendwie keinen richtigen Zug hier vorne. Sprint für Ackermann vorbereiten. Ja, das machen wir, aber irgendwie ist da keiner. Da ist Sagan. Mal schauen, wie lange Sagan das durchhält. Wie weit ist es noch? Noch 1,7 Kilometer. Dürfen nicht zu früh rausgehen. Sagan hält noch und hält noch. Bringt uns in eine gute Position. Jetzt ist er, glaube ich, raus. Boah, da ist Christoph vorne. Aber der ist zu früh im Wind eigentlich. Oh, wir schaffen das nicht. Nein, nein, Grundewegen kommt noch. Komm, Tigersprung, Junge. Tigersprung! Uah. Aber die Perspektive ist ja geil. Diesmal habe ich wenigstens an den Tigersprung gedacht. Mensch, da war man dann doch zu früh draußen. Also das muss noch besser getimt werden, aber spannendes Finale auf der Etappe. Der letzte Fahrer ist wieder McLeod Chips. Ich weiß warum, weil der einfach zu viele Chips frisst. So, jetzt habe ich auch das einfach mal gesagt. So, war aber cool. Hat Spaß gemacht, die Etappe. Und wie gesagt, ich komme immer besser rein in das Spiel. Wird immer noch Luft nach oben geben. Der Sprint war jetzt auch nicht so optimal gefahren, aber immerhin schön, dass Sagan uns da in Position bringt. Das ist ziemlich cool gemacht. Gesamtwertung wird sich nichts getan haben. Buchmann wird wahrscheinlich weiterhin Dritter sein in lauer Position aufs gelbe Trikot. Da schauen wir mal. Und schade, da hat wirklich nicht viel gefehlt. Wir waren hier vorne, dann ist uns die Energie ausgegangen, dann haben wir noch den Tigersprung versucht. Ich habe sogar dran gedacht. Und cool, dass die Kamera das so von der Perspektive nochmal seitlich zeigt. Geholfen hat's leider nichts. Also, wir beenden die Wiederholung. Wie? Und da sehen wir den Sieger Dylan Groenewegen. Der Tagessieger, Gesamtwertung weiterhin Ben Hermanns in Gelb. Die Punktewertung ist jetzt Dylan Groenewegen vorne. Da werfen wir auch mal einen Blick drauf. In der Bergwertung weiterhin Hermanns.
Nachwuchsfahrerwertung für Evenepoel. Und dann ist er wieder eingefroren, der junge Mann, und fällt einfach in den Boden rein. Ich möchte das gerne speichern. Mein Fortschritt würde ich gerne sowieso immer festhalten. Ackermann nochmal 6 Sekunden in der Gesamtwertung gut gemacht. Werfen wir einen Blick auf die Tageswertung. 11 Punkte. Wir haben also die meisten Bergpunkte geholt heute mit Nathan Haas zusammen. Natürlich nicht Haas, wie ich die ganze Zeit gesagt habe. Dann sieht das folgendermaßen in der Punktewertung aus für die Etappe. Da ist Kronewegen deutlich vorne. Ackermann mit 33 Punkten. Schachmann mit 17. Durch die Zwischenwertung, Nachwuchsfahrerwertung hat sich natürlich nichts getan. Teamwertung auch nicht wirklich viel. Und die Kampfgeistwertung, stimmt, die gibt es ja auch noch. Die hat sich dann Nicholas Roach geholt, weil er 177 Kilometer vorne war. Nicht schlecht. Wir waren halt relativ früh, haben die Attacke ja initiiert. Deswegen waren wir da vorne. So, in der Gesamtwertung ändert sich nichts. Kwiatkowski holt sich anscheinend ein bisschen Zeitbonifikation und macht 3 Plätze gut. Dann bei Werder aber Buchmann mit 1,59 weiter in den Lauerpositionen. Alaphilippe auf der 6. Da sind sicherlich auch ein paar Fahrer, die dann demnächst auch rausfallen werden. Ich denke mal gerade an Matteo Trentin, auch Kwiatkowski, der eher Helferdienste für Bernal und Co. machen muss. Dann haben wir Evenepoel mit dabei. Schau mal, im Bergtrikot ist Buchmann mit 14 Punkten sogar vor Schachmann. Haben wir mit Schachmann aber trotzdem schon mal wichtige Punkte gesammelt. Im grünen Trikot, das hat sich dann jetzt Grunewegen geschnappt. Da sind wir nicht ganz so weit vorne bislang. Ackermann mit 41 Punkten, Sagan mit 38. Ist natürlich auch so, dass wir für Ackermann jetzt eher im Sprint fahren. Mal gespannt, ob wir das grüne Trikot dann vielleicht auf andere Art und Weise ergattern können. Nachwuchsfahrerwertung für Evenepoel, aber zeitgleich mit Egan Bernal. Dann Higita von Education First, Pogacar und David Gaudu, der aber auch eher Helfer für Thibaut Pinot ist. Dann Team Ineos in der Teamwertung vorne und die Kampfgeistwertung aktuell der Tour de France führt Kevin Reza an. Ich sag's immer wieder, Zerstörer der CDU. Das speichern wir jetzt einfach mal wieder ganz dreist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Dann gibt es die 4. Etappe der Tour de France 2020 mit Team Bora Hansgrohe. Wir greifen wieder an, versuchen alles zu holen und wie gesagt, ich glaube, es wird immer besser zum Anschauen. Dankeschön fürs Schauen.